Vielleicht dachten sie, dass es für sie gut laufen würde, wenn sie mich kennenlernen. Jedenfalls hatte ich den Eindruck. So sind die Leute wohl. Wohl, ich natürlich nicht. So würde das. Sowas würde ich nie denken. Dich hat auch niemand beschuldigt, Maya. Noch nicht. Aber leider ist nicht alles nach ihren Wünschen ausgegangen. Naja, die Leute sollten merken, dass einem im Leben nichts geschenkt wird. Eines Tages hat mich dann jemand in der Stadt zufällig angerempelt, sodass ich umgestoßen wurde. Es war umwerfen. Später an dem Abend. Ja, gut. Überspringen wir das bitte. Zu viel Information. Nein, wurde genau dieselbe Person von einer Hexe angegriffen und durch ihre Magie getötet. Was? Ich habe mich gerade total zurückgelehnt in meinem Stuhl, weil der so ein bisschen nach hinten kippt und ich dachte, es wäre total lustig, wenn ich einfach rückwärts umkippen würde und dann noch so meine Beine so durchspielen. Entschuldigung, nur so nebenbei. Okay. Ich weiß nicht, ob das nur Zufall oder so etwas war, aber danach hat sich die Stimmung mir gegenüber verändert. Die Leute sagten... Was? Die stell mir das gerade vor, wie die Leute alle auf der Straße sind und sagen... Haltet euch von ihr fern! Nein, haltet euch lieber von ihr fern! Sonst geht die Geschichte nicht gut für euch aus! Und alles nur, weil ich die Tochter des Schöpfers bin. Was denkt sich der Schöpfer bloß dabei? Dich zu machen. Ja, wobei. Ja, was meinst du damit? Naja, er lässt seine Tochter an so einem Ort versauern. Und wenn er nicht über so eine schlimme Geschichte schreiben würde, müsste sie nicht so leiden. Das ist ein gutes Argument, Maya. Bin ich gar nicht gewohnt von dir. Naja, die Ermittlungen haben ja gerade erst angefangen. Sophie, wenn du einverstanden bist, würde ich dir gern noch ein paar Fragen stellen. Natürlich, ich möchte euch helfen, wo ich kann. Ich muss so viele Informationen wie möglich kriegen. Ich sollte sie zu dieser Person befragen. Jetzt weiß ich, was mich stört. Du bist zu laut. Ich bin zu laut? Ich habe vorhin doch lauter gemacht, um George Clooney besser zu hören, aber jetzt ist es mir irgendwie gerade zu laut alles. Ich kann für dich aber auch gern so flüstern. Oh ja, das ist geil. Nein, aber ich hab gerade überlegt, wieso höre ich mich selbst denn kaum noch? Ach so. Was ja irgendwie auch Unsinn ist, weil wir ja nicht gleichzeitig sprechen, in der Regel. Ach, was weiß denn ich. Ja. Jedenfalls. So, über wen wollen wir denn fragen zuerst? Die wichtigere Person, Frau Becky. Richtig. Das wusste ich, dass du, wenn du, oder beziehungsweise als du noch nicht mal Frau Becky gesagt hast, da wusste ich schon anhand des Restes, was du meinst. Das ist schön. Und ich wollte auch zuerst Becky nehmen. Und die Chefin, Becky, weiß sie irgendetwas über deine Vergangenheit? Hast du ihr jemals erzählt, dass du die Tochter des Schöpfers bist? Ja, das weiß sie. Als die anderen Leute angefangen haben, mich zu meiden, hat Tante Becky als Einzige die ganze Zeit zu mir gehalten. Ja, Becky passt immer auf dich auf. Ich muss ihr für so vieles danken. Es ist 5 Jahre her, dass wir mit diesem LP angefangen haben. Ja, gefühlt schon. Dass ich meinen Vater verlassen habe und bei Tante Becky einzog. Wenn ich mal überlege, was bei mir vor 5 Jahren war. Vor 5 Jahren habe ich mit dem Let's Playen wirklich erst angefangen. Naja, vor 5 Jahren und 23 Tagen. 22 meine ich. Je nachdem, wann ihr das schaut, kann es auch mehr sein. Vor 5 Jahren? Ja. Bin ich kurz vorher 18 geworden. Was?
Nein. Hey, vor 5,5 Jahren bin ich 18 geworden. Moment. Oh. Oder? Ich weiß nicht, wie alt du bist. Mehr, so genau. Ich habe irgendwann den Überblick verloren. Bin 24 jetzt. Haut das jetzt hin? Nee. Ja, dann bist oder du doch, vor 5 Jahren war ich dann... Bei 5 und ein bisschen was halt, ne? Nee, dann bin ich ja... Vor 5 Jahren war ich 19, also bin ich vor 5,5 Jahren 19 geworden. Hä? Mache ich das jetzt schon über 6 Jahre? Nee. Also ich weiß, mit 18 habe ich angefangen. Jetzt bin ich auch verwirrt. Also, ein Rätsel. Schwupp. 99 Pika. Sucht meinen ersten Part raus und rechnet runter, wie lang das her ist. Das erste Video, was ich gemacht habe. Oh Gott. Rockman No Constancy, Part 1. Ja. Stimmt, ich weiß nicht, also, du mir die ganze Zeit davon erzählt hast. Ich habe sogar diesen Ausdruck noch genauso im Kopf. Naja, das erste Video war es ja nicht. Vorher habe ich ja irgendwie schon anderen Kram gemacht. Ich glaube so 2 oder so World of Warcraft-Scheiß-Videos. Und das weiß ich nicht. Aber Rockman No Constancy ist mir noch ein Begriff. Okay, okay. Apropos Let's Play. Ja. Superman 64. Du musst mich da noch ein paar Mal dran erinnern. Ich vergesse das immer wieder. Warum nur? Also, wenn du das machst, erkläre ich mich sogar dazu bereit, dir beizuwohnen. Oh, wow. Ich meine, ich werde nicht viel machen können. Außer lachen, wenn du in irgendeinem Boden feststeckst. Aber sonst. Ich werde das Spiel blind ponen, sage ich dir. Da bin ich gespannt. Ja, aber du musst es auf höchstem Schwierigkeitsgrad spielen, weil ich gelesen habe, dass man nur dann die wirkliche Endsequenz zu sehen bekommt. Na gut. Wenn es denn sein muss. Ich habe gelesen, bei dem höchsten Schwierigkeitsgrad kann man die gar nicht zu sehen bekommen. Nein, das habe ich nicht gelesen. Ob die überhaupt jemand gesehen hat? Die ist nur irgendwo im Spielcode versteckt. Deswegen hat die mal jemand gesehen, aber... Ich kann ja fürs nächste Mal, für die nächste Aufnahme, mein Exemplar mal auskramen. Ich habe das damals gekauft, deswegen entschuldige ich mich schon im Vorhinein für die... etwas zerknautschte Qualität der Box. Mhm. Meine sind gepflegter, aber ich habe es anders nicht gefunden. Ich habe gar keine N64 hier, also kann ich gar nicht auf der Originalkonsole spielen. Das wäre natürlich böse. Nicht mal auf dem Emulator, sondern... Ob es das jetzt so viel schwerer macht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber es ist nostalgischer. Das stimmt. Ja. Gut, machen wir mal weiter. Ist 5 Jahre her, bla bla bla. Ich könnte es ja auch Let's Playen. Ja. Ich will aber nicht. Mach du doch, genau. Du bist derjenige, der sich beschwert, oh, das zieht keiner bis zum Ende durch. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich das machen würde. Deswegen will ich ja ein Let's Play sehen, damit ich es nicht machen muss. Och, Mann, oh. Jetzt versuche ich dich dazu zu kriegen, anstatt du mich. Ich habe ja nicht mal das Equipment dafür. Das ist schnell erledigt. Du würdest mir sogar das Equipment schenken, damit ich damit aufhöre, dich damit zu nerven. Ja, ja. Cool. Aber dann müsstest du es auch machen. Außerdem, das Equipment, das kriegst du in jedem Popel-Mediamarkt. Nicht im normalen, nur in dem, den ich genannt habe. Nein, in jedem Mediamarkt irgendwo in einer Grabbelkiste für 20 Euro. Also um N64 aufzunehmen, obwohl, nee, dazu brauchst du so ein Dreierkabel, rot, weiß, gelb, für den Anschluss. Also für den Anschluss habe ich nicht. Also nee, dann hast du ein SCART-Kabel da hinten dran, ne? Richtig. Am N64, Mist. Ja, dann könnte es vielleicht noch das Kabel dazu sein, naja, das sind auch nochmal 10 Euro höchstens. Beziehungsweise, jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe das neulich der Einfachheit halber über... Wurscht, lass uns weiter. Über Wurscht angeschlossen. Gut, machen wir weiter, aber schön, dass wir mal drüber geredet haben. Jetzt weißt du, wie das Ganze funktioniert. Jetzt weiß ich auch, wie wir immer so viel Zeit verschwenden. Ja. So, Becky einzog, genau. Sie war immer so lieb zu mir. Sie war meine Mutter, wie eine Mutter für mich. Da du das gerade erwähnst, was ist denn mit deiner richtigen Mutter, Sophie? Das ist Tante Becky. Sie... Eigentlich...
kann ich mich gar nicht an sie erinnern. Meinem Vater zufolge ist sie bei einem Unfall umgekommen, als ich noch klein war. Aber mehr weiß ich darüber nicht. Mehr hat mir mein Vater nicht erzählt. Ihre Mutter ist bestimmt die große Hexe Arcana und die ist in Wirklichkeit Gloria und... Jetzt hoffe ich habe nichts gespoilert, weil das wirklich so ist. Aber wer sollte denn die große Hexe Arcana sein? Descole? Sehr cool. Don Paolo. ja. Ich will mal wieder Layton 3 spielen. Layton 3, ja, schon allein wegen der Endsequenzen. Mhm. So ist das also. Ich sollte sie zu einer dieser Personen befragen. Nochmal, Becky! Nein. Es ist vielleicht schwierig für dich, dies zu beantworten, aber warum wohnst du nicht bei deinem Schöpfer, also deinem Vater? Ich habe früher bei ihm gewohnt. Wir haben zusammen am Stadtrand gewohnt. Ich habe erst Stadtstrand gelesen. Am Stadtstrand. Im Turm des... Turm des Schöpfers! Ja, damit hätten wir auch geklärt, was dieser Turm ist. Das ist der Turm des Schöpfers. Im Turm des Schöpfers. Was für ein passender Name, wenn da ein Schöpfer drin wohnt. Als ich noch klein war, war er sehr lieb. Er hat mir immer zugehört. Lieber Turm, heute habe ich... Oh Gott. Was denn? Andere haben ein Tagebuch, sie hat einen Tageturm. Ein Tageturm. Ein Tagturm. Ein Tagturm. Du machst sie war eine, auf, Kind. Ja, sie war eine Tagturmerin. Eine Tagtürmerin. Tagtürmerin, die ist täglich. Oh Mann, wie weit können wir das noch? Vielleicht war sie auch eine Tagturmerin. Kind, komm da runter. Ja, du solltest. Du tust dir noch weh, wenn du fällst. Du solltest dir. Genau, der Turm konnte auch sprechen und nicht nur zuhören. Ja, du solltest wirklich wieder da runtergehen. Halt dich doch nicht immer doof ist. Ach. Das muss ich gleich meinem Kumpel den Felsbrocken erzählen. Oder nee, dem Wasserfall. Aus diesem Felsbrocken wurde der Turm gebaut. Ja. Aber dann ist Vater irgendwann kühl geworden. Und dann wurde er plötzlich ganz hart. Und dann haben wir ihn begraben. Demnächst ist Zombie-Jesus Day. Ja. Ostern. Wenn man darüber nachdenkt, ist es wahrscheinlich ganz natürlich. Ja. Ja. Immerhin musste mein Vater die Geschichte für jeden einzelnen Stadtbewohner schreiben. Sophie! Als Vater immer mehr zu tun hatte, war ich ganz allein im Turm. Und deshalb... ließ ich mein Haar herunter. habe ich mich dazu entschlossen, mit Nora in die Stadt zu ziehen. Ich blieb bei Tante Becky und half in der Bäckerei aus. Nun seid ihr beiden ebenfalls dort, aber mein Vater ist nicht dort. Ich half in der Bäckerei aus. Wirklich? Das ist doch viel Arbeit. Nein, ich war nur halbtags da. Was? Ich weiß nicht, das kam mir gerade so. Ach, halbtags. Boah. Ich fand's auch schlecht. Ja, sie war eine Halftagsträumerin. Halftagsträumerin. Eine Halbtagsträumerin, ja. Das. Okay. Was ist denn bloß mit dem Schöpfer? Was ist das bloß mit dem Schöpfer? Ich kann nicht glauben, dass er eine Geschichte schreiben würde, in der seine eigene Tochter die große Hexe Arcana ist. Vielleicht kann der Professor herausfinden,
was der Schöpfer sich dabei gedacht hat. Ich sollte sie zu dieser Person befragen. Der Turm.